Hallo, in diesem Video möchte ich kurz zeigen, wie man in diesem Raum, im Gebäude 9, Raum 211, die eingebaute Videokonferenzanlage und den eingebauten Computer benutzt, um eben eine Videokonferenz oder ein hybrides Meeting zu machen. Der Raum ist komplett ausgestattet, man muss eigentlich nichts mitbringen. Ich habe jetzt nur deshalb einen Rechner hier, einen Laptop auf diesem Pult zu stehen, weil ich eben noch auch ein Gerät brauchte, um dieses Video hier aufzuzeichnen. Schritt Nummer 1, man kommt in den Raum rein, macht diesen Schrank hier auf, in dem sich die ganze eingebaute Technik verbirgt. Findet hier auf der Innenseite des Schrankes nochmal eine ausführliche gedruckte Anleitung, in der das alles drinsteht, was ich auch in diesem Video erzähle. Schritt Nummer 2, man nimmt die Fernbedienung von dem Beamer raus und schaltet den Beamer über diese Taste dort oben ein. Schritt Nummer 3, man nimmt Maus und Tastatur heraus von diesem Computer, der hier drin eingebaut ist. Das ist eine Funktastatur, eine Funkmaus, das heißt, man kann ihn nicht nur hier vorne verwenden, man kann ihn im ganzen Raum rumtragen. Hier gilt die alte ElektrotechnikerInnenregel, Geräte funktionieren besser, wenn man sie einschalten. Meistens muss man das machen. Hier unten bei der Maus findet man die Taste unter der Maus und bei der Tastatur hier etwas versteckt hier vorn. Schritt Nummer 4, man nimmt die Fernbedienung heraus, die für die Logitech Rally-Kamera ist. Zu der komme ich später nochmal. Und Schritt Nummer 5, man schaltet diesen Computer ein, der hier in dem Schrank steht. Und dann ist das alles, was man aus diesem Schrank braucht. Das heißt, man kann den Schrank schon wieder zumachen. Man muss keine Kabel umstecken, nichts machen. Das Einzige, was man jetzt noch tun muss, ist auf der Fernbedienung des Beamers eventuell die Taste DVID zu drücken, um den richtigen Eingang zu wählen. Und dann sollte eigentlich in Kürze ein Bild hier von dem Rechner erscheinen. Und das ist hier auch. Und jetzt kann man sich eben anmelden an dem Computer. Das Passwort dafür steht auch auf der Innenseite des Schranks hier. Und das tippe ich jetzt mal ein und melde mich an. Und dann sieht man, wir sind jetzt hier direkt im Desktop und können hier unten direkt eine Zoom-Videokonferenz starten. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Und muss mich dann einmal anmelden über SSO, über den Single Sign-On der Universität. Tippe dort meinen Benutzername und mein Passwort ein. Und bestätige das einmal. Und bin dann auch direkt im Hauptfenster von Zoom und kann jetzt hier eben eine Videokonferenz starten und wähle auch diesen Punkt am Computer Audio teilnehmen, denn wir möchten ja den Ton über ein Raummikrofon in die Videokonferenz bringen und wir möchten auch die Lautsprecher hier nutzen. So, und dann sieht man hier vorne schon, da kommt auch schon jetzt ein Ton an, den ich spreche, den nimmt dieses Mikrofon hier vorne auf, ein Raummikrofon. Das kann man jetzt hier eben auch noch ein bisschen weiter in den Raum packen. Zum Beispiel auf den Tisch hier vorne. Es gibt in dem Schrank noch ein zweites Mikrofon, das man an dieses Mikrofon anschließen kann, um da zwei Mikrofone zu verlängern und eben das zweite Mikrofon noch ein bisschen weiter in den Raum reinzupacken. Eigentlich tut es dieses eine Mikrofon aber immer ganz gut. So, und dann kann man als erstes hier in Zoom vielleicht so einen kurzen Soundcheck machen und einmal sagen, Lautsprecher und Mikrofon testen und dann hört man, okay, die Lautsprecher funktionieren. Und wenn ich mal kurz einen kurzen Soundcheck mache, ja. Und wenn ich mal kurz einen kurzen Soundcheck mache, dann hört man, dass das Raummikrofon auch wunderbar funktioniert. Dann hört man, dass das Raummikrofon auch wunderbar funktioniert. Und dann klicke ich auf Test beenden und dann haben wir auf jeden Fall schon mal Ton. Das zweite, was wir jetzt machen, ist Video starten. Und da klicke ich auch drauf und jetzt sieht man, wie diese Logitech Rally-Kamera hier auffährt und eben entsprechend den Raum filmt. Und die kann ich jetzt mit der zugehörigen Fernbedienung eben jetzt ein bisschen hin und her schwenken. Und ich kann auch mit den entsprechenden Tasten hier zoomen und die eben im Raum hin und her schwenken, da wo man sie haben möchte. Man kann die Lautstärke noch regeln, man kann die Mikrofone muten. Und es gibt zum Beispiel, man kann sich auch so Presets einstellen, dass man eben eine Kameraposition hat, die dahin fährt, wo jetzt hier die sprechende Person steht. Und damit man das jetzt wieder auf dem Kamerabild sieht, muss ich mal hier rübergehen. Ne? Da sieht man jetzt eben den Stellplatz von dem Rechner. Und mit dem zweiten Preset kann ich das auch wieder einfach in den Raum schwenken und kann jetzt hier schön in die Kamera winken. So, und das heißt, das funktioniert alles ganz wunderbar. Ich kann natürlich an dem Rechner, an dem das jetzt hier ist, auch Folien zeigen, eine Bildschirmfreigabe machen. Ich kann dort
Internetseiten zeigen. Ich kann mir meine Folien vorher in die OffGo-Cloud hochladen und direkt aus dem Browser präsentieren. Um sowas zu machen, braucht man typischerweise nicht seinen eigenen Computer mitbringen. Jetzt wird es natürlich trotzdem Leute geben, die sagen, ich muss aber ganz unbedingt meinen eigenen Computer haben für eine Präsentation, weil ich habe da meine Simulationssoftware drauf oder nur da kann ich irgendwie meine Folien richtig abspielen und möchten eben einen eigenen Rechner hier hinstellen oder irgendwo in den Raum stellen, um Sachen von dort zu präsentieren. Und dann ist ja die typische Frage, okay, wie kriege ich jetzt das Bildschirmsignal von dem Computer hier vorne auf die Projektionswand und die intuitive Idee wäre vielleicht, okay, irgendwie muss ich den HDMI-Ausgang halt von hier an den Beamer bekommen. Dafür gibt es auch einen HDMI-Funkdongle hier drin. Aber die viel einfachere und schönere Lösung ist einfach eben mit diesem Computer hier auch in die Zoom-Konferenz halt einfach reinzugehen und sich mit in die gleiche Zoom-Konferenz eben einzuwählen. Und dann macht es einmal bing bing, weil ich jetzt eben mit einem zweiten Teilnehmer dazukomme. Klicke jetzt auch mal auf mit Computer Audio teilnehmen. Es ist jetzt aber eben wichtig, dass man dass der Lautsprecher deaktiviert ist an dem Computer und dass auch das Mikrofon hier deaktiviert ist, weil man sonst eben Rückkopplungen hätte. So, und dann kann man natürlich, wenn man jetzt möchte, hier auch nochmal eine zweite Kamera anmachen, zum Beispiel die Frontkamera. Ja, also jetzt muss ich mal wieder hier so ein bisschen rübergehen. Jetzt sieht man, jetzt habe ich eben eine zweite Kamera hier mit in dem Zoom-Meeting drin, die jetzt die sprechende Person hier vorne filmen würde. Und wenn das dann in dem Host-Meeting entsprechend erlaubt ist, kann ich natürlich von diesem Computer hier auch aus eine Bildschirmfreigabe machen. Ja, und sehe dann eben hier auf dem Hauptrechner die entsprechenden Folien, die ich jetzt von diesem Computer hier freigegeben habe, ohne dass ich hier irgendwelche HDMI-Dongle angeschlossen habe oder irgendwelche Kabel hier aus dem Schrank da rausgelegt habe zu diesem Computer, sondern es geht eben einfach ganz normal über die Videokonferenz, über das WLAN und wird dann natürlich in der gleichen Qualität auch von allen gesehen, die nur als Zoomi an dieser Videokonferenz, an diesem Hybrid-Meeting teilnehmen. Und genauso können das natürlich auch andere Teilnehmende machen, die hier im Raum sitzen, entsprechende Bildschirminhalte freigeben oder genauso können das eben auch die per Zoom oder Videokonferenz zugeschalteten Teilnehmende machen. Und damit kann man sehr einfach und sehr schön Videokonferenzen und hybride Meetings gestalten, kann sich, wenn die Technik dann funktioniert, sehr gut auf die Technik verlassen und kann sich eben von ganz auf die Inhalte, auf die Diskussion und auf die Moderation dieses Meetings konzentrieren.